Ach ja, Final Fantasy X. Weil über dieses Spiel bereits alles gesagt worden ist, erzähle ich euch wie bei den letzten Malen auch einfach irgendwas aus meinem Erfahrungsschatz. Und zwar geht's heute um einen Teil aus dem Endgame, den man packen muss, um Upgrade für Rikus stärkste Waffe im Spiel zu kriegen. Und ich sag mal so viel, dabei geht es um einen alten Bekannten aus der Final Fantasy Reihe, den Kaktor. Und oh, so niedlich die Teile auch aussehen mögen, das sind verdammte Arschlöcher. Genauer gesagt, Ozzy Osbourne hat hierfür die besseren Worte gefunden. Blöde Pisswichser! Und bevor das ganze Vorgelabere hier wieder zu lang wird, fangen wir am besten vorne an. Und zwar in der Wüste von Bicanel gibt es einen Sandsturm, durch den man in der Story so überhaupt gar nicht durchkommt. Sondern erst nachher im Endgame, also wenn wir da mit dem Flugschiff durch die Welt gurken können, können wir den Stein hier anquatschen und auf Kaktorenjagd gehen. Und da müssen wir jetzt 10 Kaktoren fangen und auch noch besiegen. Schön und gut, bis hierhin sind die ja auch noch gar kein Problem. Ab dem 6. werden wir nämlich... Was? War nix. Ab dem 6. auf jeden Fall werden die ein bisschen schwieriger, aber ich zeige euch, was ich meine. Der Reihe nach müssen wir jetzt also die Kaktoren finden und kriegen auch noch einen kleinen, meist eher weniger hilfreichen Tipp, wo wir am besten suchen sollten. Ah, guck, da ist er schon, der Erste. An der Oase. Sauber, dem rammen wir jetzt ein Schwert oder irgendwie sowas in den Arsch. Aber nein, leider können wir das nicht machen. Stattdessen müssen wir, bevor wir dem grünen Kollegen die Stacheln von der Birne prügeln, erst noch eine Runde mit ihm spielen. Das Spiel ist aber ziemlich simpel, pass auf. Man muss es schaffen, in der gegebenen Zeit zum Kaktor zu laufen. Problem dabei, sobald sich der Hampelmann zu einem umdreht und sieht, dass man sich bewegt, haut der Assi ab. Das heißt, immer wenn der sich umdreht, muss man schlagartig stehen bleiben und warten, bis der wieder wegguckt. Das kann unter Umständen schon mal Geduld erfordern. Auch sehr viel Geduld, wenn es sein muss. Vor allem Kaktor Nummer 8 geht mir bisher auf den Sack. Alle Kaktoren bis hierhin haben sich zwar manchmal ein bisschen schneller umgedreht, blieben aber immer gleich lange vor einem stehen. Der hier wartet einfach manchmal etwas länger, bis der sich wieder umdreht. Das ist furchtbar scheiße, wenn man sich gerade dran gewöhnt hat, dass die immer gleich lange so stehen bleiben. Mann, fuck! Kaktor Nummer 9 macht einen Abgang aufs Flugschiff und als ich hinterher bin, um dem Typen die Scheiße rauszutreten, habe ich gemerkt, dass ich noch gar nicht mit Yuna auf dem Oberdeck geredet habe. Also geht erstmal noch ein bisschen die Story weiter. Aber das gibt uns genug Zeit für Anti-Aggressionstraining. Den 9. dann aber auf dem Schiff zu töten, ist zum Glück kein riesiges Problem. Und hey, einer fehlt nur noch. Der sitzt da noch direkt am Stein. Wir müssen also nicht mal groß durch die Gegend rennen und suchen. Warte mal. Der kündigt sich nicht an, bevor er sich umdreht. Bisher haben sich alle mit diesem Peaks-Peaks-Dingsbumster angekündigt, aber der hier dreht sich einfach um! Okay, kleiner Wichser, jetzt bin ich wirklich böse. Ich werde dich töten, ich werde deine ganze Familie töten, ich weiß, ihr seid viele, aber ich werde es tun. Ich werde euch deine Wünsche treten, ich werde deine ganze Scheiße, ich werde alles von euch töten. Okay, das reicht. Nach gefühlt 1000 Versuchen habe ich endlich alle 10 Kaktoren gefangen und bin den scheiß Sandsturm los. Kopffresse! So, wer beleidigt mich hier die ganze Zeit, hä? Ich, du Wichser. Du? Warum? Ich spiele Final Fantasy, du hast hier doch gar nichts mit zu tun. Dann sagt's halt endlich mal jemand. ach so, du meinst, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen verbal was an die Fresse kriege, dann wird's besser, oder was? Also ich fänd's noch besser, wenn du richtig auf die Fresse kriegen willst. Ich habe ein Superschaf, zwing mich nicht, es zu benutzen. Na, mach doch.